Nachdem ich mir noch ein bisschen was gebaut habe. Und eine Kiste. Oh, da kriegen wir was Feines. Da kriegen wir was Feines. Ich weiß es genau. Hihihi. Oh, was ist das denn? Eine bessere Schrotflinte oder was? Langläufige Schrotflinte. Diese Repetierschrotflinte mit mittlerer Reichweite hat einen langen Lauf, damit sie auf größere Entfernung Schaden verursacht. Ja, das sieht doch gut aus. Und das sieht jetzt nicht gut aus, gerade. Weil hier ist doch bestimmt jetzt wieder unsere holde Sängerin unterwegs, oder? Und hier ist noch eine Kiste, die nicht aufgeht. Dafür brauche ich wohl noch einen Schlüssel. Oh nein, die Musik, die Musik sagt schon alles. La 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 la, ich höre es doch schon. Die schleicht doch jetzt hier wieder rum, die Olle. Scheiße. Oh nein. Ich höre sie. Super, wie komme ich jetzt hier weg? Klasse. Wo ist sie denn? Ach da. Fuck, ich steck sowas von in der Klemme gerade. Die braucht jetzt nur hier rüber und dann sieht die mich doch. Okay, vielleicht muss ich einfach nur warten, bis sie hier durch den Raum gestiefelt ist. Wehe, du biegst jetzt hier rechts ab. Es war so klar. Toll, die sieht mich doch jetzt hier. Was soll ich denn hier machen? Ich kann hier nicht weg. Oh Gott. Ja, das war so klar. Okay, hätte ich das machen müssen? Oh Gott. Okay, sie hat uns zum Glück nichts getan. So, darf ich jetzt als Belohnung bitte das hier öffnen? Das wäre toll. Boah, ich dachte, die macht uns jetzt hier weg. Glück gehabt. Alter, da haben wir gerade sowas von Glück gehabt. Ich habe gedacht, die macht uns fertig. Wer soll das sein? Ist das Laura? Ist das Ruviks Schwester? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es echt nicht sagen. Leck mich am Arsch. Okay. Ich würde sagen, bevor wir darüber gehen, ich gehe noch mal ganz kurz in die Zwischenwelt ein bisschen Muni bauen. Wir brauchen dringend Munition. Ich kann leider im Moment. Ich habe es am Anfang so gelobt. Es liegt ja genug Muni hier rum, ne? Ja, von wegen. So viel Muni ist das hier gar nicht. So, im Nachhinein, also muss ich schon sagen, ist es relativ wenig, leider. Oh Mann. Ich glaube, ich hole mir noch ein bisschen was. Wir haben wieder zwei Schlüssel. Ich hole mir noch ein bisschen was hinten aus dem Schrank. So viel Zeit muss jetzt gerade mal sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also diese Open-World-Geschichten bei aller Liebe, ne? Aber es ist schon, ja, so ein bisschen Fallout-Charakter hier, das Ganze. Weil man rennt hier von A nach B, zwischendurch mal wieder ein bisschen was herstellen, ein bisschen wieder da, ne? Es ist irgendwie so ein bisschen wie bei Fallout. So, Explosionsbolzen, aber sowas von. Wie viel können wir da bauen? Zwei. Herstellen, danke. So, Schrotmunition, Pistolenmunition, ja, auf jeden Fall. Acht können wir bauen, oh Gott. Na gut. Spritze können wir auch noch, wir haben genug Kräuter. Nämlich 20, das passt. So, ein Harpunenbolzen können wir auch noch bauen. Ja, komm, was soll der Geiz? Okay, so, Waffenverbesserung. Schauen wir da nochmal schnell rein. Wir haben 520, da könnten wir tatsächlich mal wieder was machen. Feuerkraft bei der Pistole. So, das kostet 400. Damit haben wir die Feuerkraft wieder um 10% erhöht. Und dann können wir auf 200 gehen. Das möchte ich gerne haben. Das sind dann 50%. Also wir müssen jetzt 10 investieren, damit wir nochmal 50 mehr kriegen. Oder hier die Wahrscheinlichkeit kritischen Schaden können wir auch machen. Die geht dann um 30% hoch. Ja, das könnten wir sofort haben. Pass auf. Wir machen das. Und das holen wir uns aber beim nächsten Mal. Ich denke, das passt soweit. Dann würde ich jetzt nochmal ganz schnell in den heißen Stuhl steigen. Und wir könnten auch eigentlich. Warte mal, bevor wir das machen. Ich glaube, es ist Zeit. Ich glaube, ich möchte das. Mal ganz kurz an den Schießstand gehen. Und da nochmal schauen, ob wir da noch was reißen können. So, hallo Tatjana, du guckst so ins Leere, was ist los? So, wo darf ich denn hier? Muss ich einfach hier hingehen oder? Ja. So, Training, hier. Das gibt Waffenteile 50, grünes geht 1500. Dann haben wir hier noch normal.
Training haben wir ja schon abgeschlossen. Ich mache erstmal den hier. So. Alright. So. Tschüss. Muss echt schneller werden. Ich bin ein bisschen zu langsam. Ich meine, ich kenne das ja noch aus Resident Evil 4. Aber wie gesagt. Ah, sehr gut. Die gibt Bonuspunkte. Nachladen muss ich ja hier nicht, ne? Das ist schon mal sehr gut. Aber wie gemein. Alter. So. Okay, super. 2065 Punkte. Reicht das? Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Okay, sehr schön. Haben wir also Vorbild für die Truppe. Wahnsinn. Ja, okay, super. Haben wir mal wieder gemacht. Alles klar, können wir beim nächsten Mal wiederkommen. So. Waffenteile haben wir gerade noch ein bisschen bekommen. Nächstes Mal machen wir dann das nächste Schwierigkeitslevel. Schauen, was da noch alles so kommt. So, jetzt erstmal ganz schnell auf den heißen Stuhl. Wieder da, Detective. Ja, ich bin wieder da. So, ich möchte erstmal hier zur Wand, bitte. Ah, jetzt. So, hier bitte. Weil wir haben ja hier noch ein bisschen was. Das hätte ich gerne. So, den brauche ich nicht. Was gibt's hier? Spritze. Ja gut, ich habe eben eine gebaut. Okay, dann machen wir noch ein bisschen was öffnen hier. Warte mal, hier. So. Oh, sehr gut. Nehme ich. Schrotmunition. Und hier machen wir auch noch eine auf. Sehr gut. PG. Oh, 6 Patronen. Geil. Sehr schön. Da können wir gleich sowas von loslegen. Achso, ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen verbessern. Entschuldigung, ich bin zu früh aufgestanden. Ich muss mich ganz kurz nochmal hinsetzen. So, ich will nämlich meine Fähigkeiten noch ein bisschen verbessern vielleicht. Mal gucken. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Ja, genau. So, schauen wir uns doch mal das aktuelle Röntgenbild bitte an. Okay, wie sieht's denn aus? Wir haben überall schon ein bisschen was reingesteckt. So, bei List haben wir natürlich auch noch ein bisschen was. Kampf. Ich guck mal eben bei Kampf. Haben wir da irgendwie ruhige Hand? So, dann haben wir hier Rückstoßverringerer. Ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich würde vielleicht noch ein bisschen was hier mal gerade gucken. So, Flaschenbrecher. Flaschen, die am Inventar werden automatisch benutzt, damit du... ja, das ist auch nice. So, du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um die Ecke herum. Ja, das ist eigentlich eine Sache, die ich glaube ich nicht so machen möchte. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Das machen wir mal. So, noch schneller. Und hier können wir dann noch Raubtier. Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner schnell nähern kannst, um einen Schleichangriff auszuführen. Ich möchte, glaube ich, das kostet allerdings 12.000. Wir haben noch 11.000. Aber das hätte ich natürlich sehr, sehr gerne. Und was müssen wir hier machen? So, unauffällig 3. Deine Schritte verursachen noch weniger Geräusche. Komm, machen wir. So, dann können wir uns das für 7.000 nämlich noch leisten. So, Athletik. Ich möchte gerne noch ein bisschen fitter sein, tatsächlich. So, erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Angriff automatisch auszuweichen. Okay, was haben wir hier? Regeneration der Ausdaueranzeige. Ja, und hier steigert das Maximum der Ausdaueranzeige. Machen wir erstmal das. So, dann können wir hier noch mehr. Dann können wir das freischalten, aber ich lasse das erstmal. So, 1050, da können wir wahrscheinlich nicht mehr so viel reißen. Nee, das ist... Da sparen wir lieber ein bisschen. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, war's das hier. Vielen Dank. Gut. Es geht einem doch gleich viel besser, nicht wahr, Sebastian? Okay, dann haben wir das. Gespeichert machen wir gerade auch nochmal schnell. Und dann gehen wir jetzt den Kollegen endlich retten. Meine Güte. Nachdem ich das schon vor mindestens 2 Folgen vorhatte, keine Ahnung, machen wir das jetzt endlich. So. Waffen hier drin nachladen geht eh nicht, muss ich draußen gleich machen. So, und ich will überlegen, ob ich das Ganze nicht mit dem Scharfschützengewehr machen soll. Gegebenenfalls kriegen wir von dem Kollegen ja die Möglichkeit, diese Kiste oben am Dach zu öffnen. Die würde ich gerne noch öffnen. Und wir haben im Lagerraum auch noch eine Kiste, die auch noch einen Schlüssel benötigt. So, bitte lass jetzt nicht hier die große mit der Säge hier rum. Vielleicht hätte ich diesen Haufen einfach anzünden sollen und dann wäre die gar nicht gekommen. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müssen wir erstmal zu dem
Le Kollege. Laden wir schnell nach. 10 Schuss dafür. Naja, ist ja nicht so berühmt. Oh nein, ich wollte eigentlich die andere doch nehmen. Ja gut, es ist zu spät. Gut, ich schieße die mal leer und dann gucken wir mal. So, das brauche ich nicht. Scharfschützengewehr, laden wir mal nach. So, ich lasse mal das im Anschlag auf jeden Fall. Und dann probieren wir mal, ob wir damit was reißen können irgendwie. So. In der Hoffnung, dass die andere jetzt nicht hier irgendwo um die Ecke gescheißert kommt, das will ich mehr als hoffen. Ah, na klasse. Oh, na klasse. Okay, hier gehen wir nicht lang. Wir gehen vorne rum. Ich wollte da eigentlich gar nicht lang wegen dem Leichenhaufen, aber der ist ja zum Glück abgefackelt. Und wir haben sie ja hier in dem Gebiet schon mal besiegt. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Bonus-Ding ist. Ich glaube, die muss man gar nicht zwingend besiegen. So, wo ist denn jetzt nochmal da vorne, ne? Da ist, glaube ich... Warte mal, da ist der Diner. Wo war das denn? War das hier? Ja, da ist der Laster. Okay, super. So, kann ich mich irgendwo hier auf eine erhöhte Position stellen und von da aus vielleicht snipern? So, hier möchte ich erstmal hin, ganz kurz. Pistolenmunition, yes, sir. Genau. Verdammt, die machen ihn fertig. Ja, wo ist der eigentlich vorher, ne? Das würde mich mal interessieren. Ich sehe den ja gar nicht. Der ist wahrscheinlich hinten im Gebäude. So, ihr kommt mal alle da rein. Genau. So. Der kommt jetzt... Genau, der war wahrscheinlich vorne im Führerhaus oder so. Das war natürlich wieder klar. Okay, ich muss aufpassen, da kommen jetzt gleich welche hochgeklettert. Ich versuche mal, ob ich die dann ausschalten kann, wenn die oben zu ihm klettern. Oder den hier vorne könnte ich auch schon ausschalten. Eigentlich habe ich ihn getroffen, eigentlich. Aber das scheint ihn nicht zu interessieren. Toll. Mann, wie ich einfach der beste Schütze der Welt bin. So, komm schon. So, das wollte ich nämlich eigentlich so gerne machen. Oh, was? So, danke. So läuft das doch. Wunderbar. Ja, komm. Wackel noch ein bisschen. Kann ich nämlich schön wegmachen. So, pass mal auf. Wir machen mal eben... Ja genau, helfen wir mal kurz. Genau, gute Idee. Lass den Mann los. So, schießen jetzt am besten auch noch ab. Okay, er hat überlebt. Gott sei Dank. Okay, wo ist denn hier noch einer? Scheiße, danke. Kein Problem. Oh Gott, da kommen noch mehr. Scheiße, da sind noch mehr. Die kommen von da drüben. Okay, ich nehme mal die Schrotflinte eben. Oder vielleicht das Fass umtreten. Könnte ich auch probieren. Oh Gott, das war schlecht. Oh, 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 nicht gut. So, pass mal auf, ich drehe das mal um. Ey, jetzt drück doch mal ab. Aber wie lange kann man denn bitte brauchen, um so eine scheiß Schrotflinte auszurüsten? So, danke. Das wollte ich nämlich machen. So, kommt mal bitte rüber. So, Grillen bei Gastelianos habe ich gerade freigeschaltet. Ach, schön. So. Du bist jetzt auch mal weg. Vielen Dank. So, halt die Schnauze. Okay. Puh.
So, wo lebt noch einer? Da. Gott sei Dank. Wird aber auch langsam Zeit. So, darf ich mich mal eben heilen? Vielen Dank. So. Wie sieht's aus? Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht. Sie haben mir den Arsch gerettet. Hätte nicht gedacht, dass jemand kommt. Sie sind aus dem Suchteam. Wie sind Sie hergekommen? Ich habe was gesucht. Was genau wäre das? Hier ist es gefährlich. In meinem Unterschlupf reden wir. Nach Ihnen. Na los. Okay. Ja. Ich komme gleich, aber vorher... So, gib mir den Mobius Operative mit. Ich hole mir aber vorher noch die Sachen hier. Das kannst du aber glauben. Machen wir gleich sofort. Aber vorher muss ich mal ganz schnell hier... Ich glaube, mit dem Fass sollte man das auch machen. Das ist, glaube ich, die beste Gelegenheit. Um hier irgendwas zu reißen. So, erstmal alles einsammeln. Hier vorne gibt es noch Munition, habe ich schon gesehen. Geil, dann haben wir noch einen Unterschlupf. Und hier wäre auch noch ein Fass gewesen. Ah, das habe ich jetzt umgetreten. So, hier ist irgendwo noch ein Signal. Das gucken wir gleich. So, ein Fläschchen. Was gibt es hier noch? Hier gibt es auch noch irgendwo rein. Gut, wir können ja erstmal in den Unterschlupf gehen gleich. So, wie hieß denn der Schwarze noch? Ich weiß es nicht mehr. Leider den Namen vergessen. So, hier gibt es auch noch was. So, pass mal auf. Ich würde mal gerade Folgendes machen. Nicht hier, sondern hier. Den Waffentyp wechseln. So, und zwar auf die langläufige Schrotflinte. So, habe ich die denn jetzt auch auf der Schnellwahltaste? Gerade gucken. Ist die dann jetzt? Ja, sehr gut. Okay, super. Dann nehme ich nämlich die erstmal. Dann ist die langläufige Meinung doch erstmal wieder die, dass die besser ist. Oder so ähnlich. So. Dann gibt es auch noch was. Und ein Kraut haben wir noch. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, der stirbt gleich. Er hat nämlich nicht mehr viel Gesundheit gehabt. Ne, man sollte vielleicht vorher die Fässer umtreten und die dann einfach ins Feuer locken. Ich glaube, das ist wirklich die beste Möglichkeit. So, wo ist denn der jetzt reingegangen? Wahrscheinlich da vorne, ne? Ich glaube, die Tür, das wird das sein. Okay. Macht ja Sinn. Ah ja, sehr gut. Irgendwo knarzt und knirzt es hier noch. Irgendwo ist hier noch jemand. Okay, dann schauen wir mal, was der Kollege will. Ich komm hier nicht rein. Sehr gut. Sykes. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Mein Name ist Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, hä? Hab von Ihnen gehört. Sie haben Biegen überlebt, richtig? Woher wissen Sie das? Ich bin STEM-Programmierer, kann aber auch noch andere Sachen, wie Informationssystem hacken. Ich weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Nicht mal andere Mitglieder des Teams. Dann wissen Sie, wer Lilly ist. Ja, wir alle versuchen sie zu finden, hatten aber noch kein Glück. Deswegen sind Sie hier. Genau. Aber wenn Sie mir dabei nicht helfen können, gibt es nichts mehr zu besprechen. Viel Glück. Ey, Moment. Wir könnten uns trotzdem gegenseitig helfen. Dann mal raus damit. Kommen Sie, es gibt hier eine Menge Sachen, die Sie wahrscheinlich gut gebrauchen könnten. Die können Sie haben, als Dank für vorhin. Kommen Sie wieder, wenn Sie meinen Vorschlag hören wollen. Ich würde den eigentlich jetzt schon gerne hören, aber ich glaube, wir plündern erstmal schnell das Lager. Wenn er das schon so nett anbietet, aber das ist bestimmt eine Nebenmission wieder. Können wir natürlich mitnehmen. Weil ich will, wie gesagt, jetzt, ich habe vorhin nochmal oder beim letzten Mal nochmal nachgedacht. Ich möchte eigentlich so viel wie möglich doch vom Spiel mitnehmen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Wenn es dann halt ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber es gibt hier einfach so viel zu entdecken. Das würde sich einfach, ja, das wäre einfach zu schade, wenn man hier einfach durchrennen würde. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr seid da nicht böse, wenn ich mich dann doch mehr umgucke. Und dann halt nicht sofort immer direkt die Hauptmission mache. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen, das Spiel ist nun mal leider so. Was heißt leider? Das Spiel ist nun mal so, dass man hier... ja, auch die Nebenmissionen machen sollte, um die ganzen Dinge mitzunehmen, auch die Story. Und deswegen, ja, Sykes.